So, zusammen. Wir wollen auch zum neuen Beitrag von Erlebnispunkt TV begrüßen. Wie sind ihr auf die Idee gekommen, eine Raiffeisen Arena zu erbauen? Wir haben gedacht, was fehlt jetzt an Glas? Weil wir haben mit der Raiffeisen Mischabel Matterhorn und ihnen mehr Räumlichkeiten gehabt, für die Ausbildungen zu machen. Wir haben 70 Leute, nie bringen wir sie unter. Wir haben gesagt, wir machen nicht einfach einen Vortragssaal, sondern machen etwas Spezielles, dass wir das den Verein euch zur Verfügung stellen. Und die Arena hat auch wie Wünsche erfüllt? Ja, ich glaube, wenn man es heute gesehen hat, kann man sehr, sehr zufrieden sein. Es ist schön gekommen, es hat warme Farben drin, es ist gute Stimmung gewendet. Und jetzt ist es sicher noch ein paar Feinjustierungen zu machen, aber nachher kann man das der Öffentlichkeit auch übergeben. Wann wird das Gebäude nächstes Mal genutzt? Ja, im Moment brauchen wir es intern für uns und Weiterbildungen. Aber schon am Anfang Mai hat der Verein Querkultur, weil wir uns erst schon alles da werden durchführen. Da kommt der Pater Niklaus Branschen vorbei. Ja, merci vielmals. Bitte. Wir sind jetzt hier im Bollinger Heine im Ginum Neu Büro von der Raiffeisen Arena. Wie gefällt euch das neue Gebäude? Also das Gebäude, das Büro sowieso und das Gebäude gefällt mir eigentlich auch sehr gut, weil wir, es ist eigentlich auch ein grosser Bezug, an wir hatten, weil das Gebäude vorher war und wenn man sieht, was wir hier anlagert haben, was man daraus gemacht hat, ist natürlich eine bombastische Sache. Also. Was für einen Nutzen hat das Gebäude für die Gemeinde? Also als erstes, wenn ich die Dorfwelte, der Raiffeisenbank gratuliere. Ich bin heute das erste Mal hier. Ich bin unglaublich positiv überrascht. Wunderbare Gebäude, wunderbare Räumlichkeiten. Und ich glaube, das Ziel, was sie sich gesetzt haben, für das Dorf eine Infrastruktur, für Vereine, für sonst alles, haben sie wunderbar erreicht. Und wenn ich oben in die Arena anschaue, Hut ab, dass man aus dem Grundgebäude, was ich war, also etwas Tolles machen konnte. Vor, ihr habt das Gebäude eingesegnet. Was sagt ihr dazu? Es gefällt mir wirklich gut. Das durch mich ist eine gute Sache. Wenn man wirklich für die Öffentlichkeit etwas zur Verfügung stellt, dass die zusammenkommen können. Dass sie miteinander reden können. Dass die so ein Gut haben miteinander. Und vielleicht auch, wenn sie ein disputierliches Wort haben, dass das hier gerade offen im Kreis können, miteinander besprechen können. Danke vielmals. Wunderschönes. Also ist schon, wenn ich ist, zuerst schon mal aufgefallen ist, ist der Boden mit dem Licht und Glitzer drin. Und nachher, was mir natürlich sehr imponiert, farbige Wände, schöne gelbe Wände, das ist klar. Und das Schönste finde ich auch mal wirklich die Arena selber. Das lässt auch gerade für irgendetwas zu planen. Man muss fast einen Anlass machen, das sieht so cool aus. Mir gefällt, dass es sehr modern ist, es ist neu eingerichtet und es hat super schöne rote Stiel. Mir gefällt der Wirf. So, das ist jetzt unsere neue Raiffeisen Arena. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet euch nächstes Mal wieder ein, wenn es heisst Erlebnispunkt TV.